Rafael Perez, ein Polizist, der anfangs noch einen sehr guten Job verübte, doch er glitt so langsam in die Korruption. Später kam es zu einem der größten Polizeiskandale, die das LAPD jemals gesehen hatte. Und noch dazu wurde vermutet, dass er was mit dem Mord an den Notorious B.I.G. zu tun hatte. Doch dazu kommen wir ein bisschen später. Der beste Weg, um meine Arbeit auf YouTube zu unterstützen, ist es, das Video zu bewerten. Und wenn ihr Lust auf Geschichten aus der Unterwelt habt, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Damit starten wir in die Geschichte. Die heutige Geschichte beginnt Ende der 60er Jahre in Puerto Rico. Ray Lopez oder zur damaligen Zeit Rafael Antonio Perez wurde geboren. Damals hatte jeder vom Gleichen gehört, der amerikanische Traum, vom Tellerwäscher zum Millionär. Viele Familien gingen davon aus, dass das Leben in den Vereinigten Staaten einfach besser ist und daher wanderten auch viele aus. Die Perez-Familie war wohl auch vom amerikanischen Traum überzeugt und daher hatten sie sich dazu entschieden, ihr Heimatland zu verlassen. Die Familie eröffnete ein neues Kapitel in ihrem Leben und so führte sie ihr Weg nach Brooklyn in New York. Dort würden sie aber nicht lange bleiben. Ihre Reise führte sie nach New Jersey, bis sie dann schlussendlich in Philadelphia landeten. Die Quellen berichteten davon, dass Rafael sich schon früh damit identifizieren konnte, ein Polizist zu werden. Die Straßen waren voll mit Gangs und Verbrechen und daher gab es auch viel Arbeit für die Polizei. Rafaels Traum war es, selber Polizist zu werden und in seinem späteren Leben würde er sich diesen Traum auch erfüllen, doch zuvor müsste er noch durch andere Hürden in seinem Leben gehen. Perez ging auf die Highschool und dann führte ihn sein Weg weiter. Er wollte ein Marine werden und daher hat er sich dort auch beworben und er wurde angenommen. Daher war er Mitte der 80er ein Marine, wo er in Kalifornien stationiert war. Während seiner aktiven Zeit bei den Marines lernte er auch seine erste Frau kennen. Doch das Leben würde sich ein paar Jahre später ändern, denn die Militärstation, in der er stationiert war, musste schließen. Von da an mussten Perez und seine Frau sich für einen neuen Weg entscheiden, den sie in Zukunft gehen würden. Die beiden hatten sich dazu entschieden, in Kalifornien zu bleiben, und nun war nur noch die Frage, was Rafael nun weitermachen würde. Die Ehe der beiden ging aber so langsam in die Brüche. Rafael wurde dabei erwischt, wie er seine Frau betrogen hatte und daher trennte sie sich von ihm. Perez war von diesem Zeitpunkt an wieder alleine. Er hatte sich dazu entschieden, sich seinen Kindheitstraum zu erfüllen und daher trug er sich beim LAPD ein für einen Aufnahmetest. Perez war zuvor ein Marine, daher war es auch ziemlich wahrscheinlich, dass er seine Ausbildung bei der Polizei ohne Probleme bewältigen würde. Er ging durch die Ausbildung und schaffte diese dann auch und dann war er offiziell ab dem Alter von 22 Jahren ein Polizist. Rafael wurde in der Narkotics-Abteilung eingesetzt und von da an begann er dann mit den Undercover-Missionen zu arbeiten, aber auch auf den Straßen als normaler Polizist. Zu dieser Zeit lernte er auch seinen langjährigen Partner kennen. Dabei handelte es sich um David Mack. Die beiden würden über die Jahre hinweg eine enge Freundschaft aufbauen und sich auch in die ein oder andere Sache verwickeln. Doch zuerst waren sie nur normale Polizisten. Mack stammte aus Compton und daher kannte er sich auf den Straßen bestens aus. Die beiden wurden auf den Straßen von Los Angeles eingesetzt und von da an tauchten sie immer weiter ein in das Leben der Gangster. Sie mussten alles über die Gangs wissen, um die Drogendealer schlussendlich verhaften zu können. Los Angeles war zu ihrer aktiven Zeit auch nicht gerade ein gutes Pflaster. Die Straßen waren voll mit Gangstern, die alles dafür taten, das schnelle Geld zu verdienen. Und beim schnellen Geld gibt es natürlich auch andere Straftaten, die begangen werden. Die beiden waren auch sehr erfolgreich auf den Straßen. Sie waren dafür bekannt, dass sie ehrliche Cops waren, die die Straßen so richtig aufmischten. Die beiden zogen unzählige Dealer und Gangster von den Straßen. Zu dieser Zeit wusste wohl noch keiner, dass das erfolgreiche Duo wenige Zeit später eines der größten Polizeiskandale werden würde, die die Vereinigten Staaten gesehen hatte. Der LAPD Rampart-Skandal war einer der größten Korruptionsskandale, die die Polizei jemals gesehen hatte. Es spielte sich alles in den späten 90ern und frühen 2000ern ab. Der Mittelpunkt dabei war die Crash Unit, also die Anti-Gang Unit, wo auch Perez und Mack Teil davon waren. Der Crash Unit wurden unzählige Verbrechen zugeordnet, die die Polizisten während des Dienstes verübt hatten. Darunter zählen zum Beispiel ungerechtfertigte Schießereien und Beatdowns. Wir schreiben das Jahr 1993. Perez und Mack waren wieder auf den Straßen und dabei wurde bei einem Vorfall ein Drogendealer erschossen. Mack war der, der die Schüsse abgegeben hatte.
Laut dem Duo hatte der Drogendealer jedoch zuerst eine Waffe gezogen und daher haben die beiden aus Notwehr gehandelt. Doch Zeugen sprachen von einer ganz anderen Situation. Laut den Aussagen hatte der Dealer nicht einmal eine Waffe dabei und das Feuer wurde ohne Grund eröffnet. Der Dealer wollte zwar noch flüchten, aber er wurde ein weiteres Mal angeschossen. In diesem Fall kam es nie zu einer Verurteilung und Mac bekam sogar einen Orden dafür, dass er seinem Partner das Leben gerettet hatte. Ein paar Jahre später wurde Paris dann schlussendlich in die Crash-Einheit aufgenommen, also in die Elite-Einheit gegen Gangs von der Polizei. Als Paris der Crash-Einheit beitrat, bekam er auch einen neuen Partner und so trennten sich die Wege von Paris und Mac. Paris musste ein weiteres Mal auf die Straßen und dieses Mal sollte er die Gangs so richtig infiltrieren. Er musste also quasi selber zu einem Gangster werden, um diese dann aus dem Weg zu räumen. Doch die Quellen gehen davon aus, dass Paris sich zu dieser Zeit verändert hatte und so immer weiter in das Gangsterleben eintauchte. Paris arbeitete aber weiterhin als ein Polizist und so kam es immer wieder zu Verhaftungen. Doch er soll auch so langsam in die Korruption gegangen sein. Er und sein Partner verhafteten eines Tages einen Drogendealer, der natürlich auch Unmengen an Bargeld lagernd hatte. Paris und sein Partner hatten sich dazu entschieden, Teile des Geldes zu behalten und so ging es immer weiter bergab. Es kam immer wieder zu Verhaftungen, aber es kam auch immer wieder zu Ungereimtheiten in den Geschichten von Paris. Viele Gangster sprachen davon, dass Paris sie in eine Falle gelockt hatte. Doch wie soll man vor einem Gericht glaubwürdig dastehen, wenn man verhaftet wurde und Verbindungen zu einer Gang hat? Paris war respektiert innerhalb der Polizei, daher glaubte ihm auch jeder, dass die Verhaftungen, die er machte, Recht und Ordnung hatten. Durch die ganzen Sachen, die Paris sich selber in die Tasche gesteckt hatte, konnte er sich natürlich auch einen besseren Lifestyle leisten als viele andere Polizisten. Die Quellen gehen davon aus, dass er des Öfteren die Drogen der Dealer genommen hatte und dafür gesorgt hatte, dass diese für ihn auf der Straße verkauft wurden. Doch die Menge, die er von den Dealern gestohlen hatte, war ihm offensichtlich zu klein. Er kannte auch einen Ort, wo er quasi Unmengen an Rauschgift haben konnte, ohne dass es auffallen würde. Die Behörden zogen Kilos von Rauschgift aus den Straßen und dies wurde auch natürlich gelagert und Paris hatte Zugriff auf dieses Lager und daher war es für ihn auch nicht schwierig, an die Quelle zu kommen. Er stahl Kilos an Kokain, die er dann einfach mit Pulver ersetzt hatte, so dass es für eine lange Zeit niemanden auffallen würde. Doch das war noch lange nicht das Ende seiner kriminellen Karriere. Zu dieser Zeit war der Aufstieg von Shook Knight und Death Row im vollen Gange. Knight war dafür bekannt, dass er in seinem Team immer wieder Polizisten anstellte, die gerade nicht im Dienst waren. David Mack und Shook Knight waren in Kontakt und Paris und Mack pflegten immer noch ein sehr gutes Verhältnis und so wurde Paris auch gefragt, ob dieser die Security von Death Row machen wollte. Paris arbeitete also während er frei hatte für Shook Knight und sein Label als Security. Doch so langsam warfen sich auch Fragen auf bei Paris und seinen Machenschaften. Das LAPD kam ihm so langsam auf die Schliche, das Rauschgift aus dem Lager fehlte und so kamen sie auch Paris auf die Spur. Im Jahre 1996 kam es schon zu einem Vorfall, der sich später auf dramatische Weise als falsch herausstellte. Paris und sein Partner schossen auf einen unbewaffneten Gangmember und dieser war danach sein ganzes Leben lang beeinschränkt. Die beiden drehten es aber so, dass der Gangster auf sie losging und so musste dieser für 23 Jahre ins Gefängnis, obwohl es nicht einmal stimmte. Paris war kurz vor der Jahrtausendwende fast 10 Jahre im Dienst des LAPD. Seine Kollegen verhafteten ihn dann, weil er um die 3 Kilo an Kokain gestohlen hatte. Paris hatte zuvor versucht es zu drehen und an einen anderen Polizisten die Schuld zu geben, doch die Wahrheit kam ans Licht. Das Rauschgift, das Paris gestohlen hatte, hatte fast einen Straßenverkaufswert von 1 Million Dollar. Es kam dann zu einem Gerichtsprozess, der dann aber zu einem Mistrial wurde. Bei der Wiederaufnahme des Prozesses hatte sich Paris dazu entschieden, einen Deal einzugehen, indem er über den Rampart-Skandal sprach. Paris sprach darüber, wie Polizisten falsche Aussagen tätigten, um die Gangster zu framen. Der Rampart-Skandal war riesig. Es mussten unzählige Häftlinge wieder freigelassen werden, die fälschlicherweise in Haft saßen. Es mussten im Endeffekt auch über 100 Millionen Dollar an Entschädigung gezahlt werden für die ganzen Personen, die fälschlicherweise in Haft saßen. Die Crash Unit wurde nach dem Skandal eingestellt. Doch nun kommen wir zur heftigsten Anschuldigung gegen Paris. Christopher Wallace war einer der einflussreichsten Rapper aller Zeiten. Die meisten werden ihn unter seinem Rappernamen The Notorious B.I.G. kennen. Kurz vor der Jahrtausendwende änderte sich alles in der Rap-Szene. Tupac wurde erschossen und nun waren alle Augen auf Biggie gerichtet. Die West Coast war gefährlich für ihn. Biggie war von New York und er und Tupac waren zum Zeitpunkt seines Todes Rivalen. Doch er hatte sich trotzdem dazu entschieden, bei den Soul Train Awards teilzunehmen in Los Angeles.
Bei den Awards lief noch alles friedlich ab, trotz der ganzen Spannung, die zuvor herrschte. Die Party musste jedoch früher abgebrochen werden, da einfach zu viele Teilnehmer waren und daher wollte sich auch Biggie wieder auf den Weg zurück ins Hotel machen. Er und seine Entourage stiegen in zwei GMCs ein und machten sich auf den Weg. Biggie fuhr in einem Auto und sein Manager Sean Combs alias Diddy war im anderen Auto mit zwei Bodyguards. Die Straßen waren jedoch unglaublich überfüllt und gegen 1 Uhr musste das Auto von Biggie auch an einer roten Ampel halten. Neben dem Auto von dem Rapstar kam dann ein schwarzer Impala. Im Auto war ein unidentifizierbarer Fahrer, der dann einen 9mm zog und das Feuer öffnete. Biggie wurde von insgesamt 4 Schüssen getroffen und seine Entourage brachte ihn sofort ins Krankenhaus, doch es war einfach zu spät und der Rapstar verstarb. Die Frage stellte sich natürlich bei jedem, wer der Täter war und genau in dieser Geschichte kommt auch wieder Paris ins Spiel. Die Familie von Biggie klagte im Jahre 2007 wegen widerrechtlicher Tötung gegen die Stadt Los Angeles. Dabei wurde der ehemalige Polizist Rafael Perez und sein Partner Nino Durden sowie David Mack angeklagt. In der Anklageschrift heißt es, Perez, Durden und Mack und gewisse unbekannte Personen seien für den Tod von Christopher Wallace verantwortlich. In der Schrift hieß es weiterhin, der Mord sei auf sehr effiziente, organisierte und professionelle Weise begangen worden, was nahelegt, dass seiner Ermordung ein hohes Maß an Koordination und Planung vorausging. Weiter wurde behauptet, dass Paris gegenüber dem LAPD zugegeben hatte, dass er und Mack bei Christopher Wallace beteiligt gewesen wären. Es wurde behauptet, dass Paris in der Nacht der Ermordung im Dienst gewesen sei, doch es gab für diese Behauptung keine Beweise. Der Mord an Christopher Wallace soll eine Vergeltung für den Mord an Tupac gewesen sein. Knight war ohnehin dafür bekannt, dass er außer Dienst befindende Beamte der Crash-Einheit anheuerte. Er ist auch für seine Verbindung zu dem Platz bekannt. Nach seiner Verhaftung fanden Beamte mehrere Fotos von Paris, auf denen er die Gangzeichen der Platz zeigte. Die Verbindung von Paris und dem Mord an Christopher Wallace ist beim LAPD laut einigen Quellen schon lange Gegenstand von Spekulationen. In der damaligen Klage wegen widerrechtlicher Tötung heißt es, Paris sei Mitglied einer gewalttätigen Straßengang gewesen, die mit Death Row in Verbindung stand und er sei teilweise für den Tod von Wallace verantwortlich. Doch bei dieser Anschuldigung kam nie was raus. Doch es geht noch weiter. Im August des Jahres 1997 wurde Arolyn Romero eine Angestellte bei der Bank of America. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, doch sie war die Frau von David Mack, der einen Plan hatte. Er wollte die Bank ausrauben und seine Frau war eingeweiht. Am 6. November ging Mack dann in die Bank, die er dann ausraubte. Seine Frau hatte an diesem Tag Dienst und sie hatte auch angefordert, dass an diesem Tag das doppelte Cash in dem Lager sein sollte. Mack konnte insgesamt mit $722.000 fliehen. Nach einem Monat der Ermittlungen gab Romero zu, dass es Mack war und sie war auch in den Plan involviert. Er wurde im Dezember noch verhaftet, doch seine zwei Komplizen wurden nie gefasst. Mack würde die nächsten 14 Jahre in einem Gefängnis verbringen. Er hatte nie offengelegt, was mit dem Geld passiert war. Doch jetzt wird es erst richtig interessant. Laut der Tupac-Dokumentation Assassination Battle for Compton, die sich auf offizielle Gerichtsdokumente beruft, gab ein zuverlässiger Informant aus dem Gefängnis namens Ken Bogney, der sich im Gefängnis mit Rafael Perez anfreundete, an. Perez habe behauptet, dass das bei dem Banküberfall gestohlene Geld sei für Harry Billups, auch bekannt als Amir Muhammad, bestimmt gewesen, der mit Mack befreundet war, weil er den Mord an dem verstorbenen Rapper Christopher Wallace, auch bekannt als Biggie Smalls, begangen haben soll. Weil Billups von seinem Auftragnehmern, nämlich Reggie Wright Jr. und David Kenner, nicht vollständig bezahlt wurde, da er es versäumt hatte, auch Sean Combs alias Diddy, das zweite beabsichtigte Ziel zu ermorden, Boney behauptete, sowohl Paris als auch Mack seien an der Ermordung von Wallace beteiligt gewesen, aber Billups sei der Schütze gewesen. Doch das war alles, was in diesem Fall bekannt ist. Denkt ihr, dass Mack und Paris in den Biggie-Fall involviert waren oder sind das nur wilde Theorien? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und damit bedanke ich mich fürs Einschalten.